Grüß Gott und herzlich willkommen. Wir haben heute ganz vielfältige Themen für Sie vorbereitet. Ein kleiner Überblick. Allerheiligen, gedenken und erinnern an die Vorbilder im Glauben. Weltsynode, Bischof Bertram Mayer im Interview über den aktuellen Stand der Beratungen. Und 60 Jahre ostliturgischer Lehrerchor, gelebte Ökumene und ganz große Kunst bei einem gemeinsamen Konzert mit dem ukrainischen Septett Znamenja. Am vergangenen Mittwoch haben Katholiken auf der ganzen Welt das Hochfest aller Heiligen gefeiert. Dabei geht es darum, sich zu erinnern an Menschen, die ein vorbildliches christliches Leben geführt haben, also an die Heiligen. Und es geht auch immer um die Erinnerung an die eigenen Lieben, die schon verstorben sind. Auch wenn das streng genommen eigentlich aller Seelen vorbehalten wäre. Aber viele Menschen besuchen an Allerheiligen den Friedhof, weil sie an diesem Tag eben Zeit haben. Wir haben am Mittwoch den Gottesdienst live aus dem Augsburger Dom übertragen und wir waren in St. Martin in Lagerlechfeld. Der Augsburger Dom schien an diesem Tag zu groß für die kleine Gemeinschaft der Gläubigen. Vielleicht ist Allerheiligen ein Tag, an dem Menschen eher in ihrer Pfarrgemeinde zu Hause den Gottesdienst besuchen, um dann im Anschluss auf den Friedhof zu gehen. Generalvikar Monsignore Wolfgang Hacker sprach in seiner Predigt über die Ich-Bezogenheit des Einzelnen in unserer modernen Gesellschaft und erinnerte an die Ich-AG, die nicht nur im Berufsleben Einzug gehalten habe. Dagegen setzte er auf ein Miteinander im Glauben. Komme ich in den Himmel? Es ist das Individuum abgekapselt für sich, das da vor Gott steht, scheinbar. Dieses Bild der Ich-AG, des vereinzelten Menschen, des Einzelkämpfers, auch in der religiösen Dimension, korrigiert das Fest aller Heiligen. Wir gehören als Gemeinschaft zusammen, so wie auch wir als Menschen, als Individuen, als Ich, das Du brauchen, um schließlich zum Wir zu reifen. Nicht nur im Dom, überall im Bistum feierten die Gläubigen aller Heiligen diesen stillen Tag. So auch in St. Martin in Lagerlechfeld. Hier wurden Kerzen angezündet für alle Menschen, die in der Pfarrei in diesem Jahr gestorben sind. Ein berührender Moment, der die Menschen innehalten ließ. Pfarrer Thomas Demel sprach über die Vorbilder im Glauben und ergänzte, dass Gott alle zur Heiligkeit berufen habe. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es auch, so Demel. Auch das feiern wir an Allerheiligen. Weil wir da eine Zukunft feiern, die uns allen verheißen ist, nicht nur substanzlos irgendwie, dass wir uns in irgendwelche himmlische Sphären versteigen, sondern realitätsmäßig. Durch die Taufe haben wir den Samen der Heiligkeit von Gott in uns hineingelegt kriegt, weil wir Kinder Gottes sind und weil Jesus auferstanden ist und ja der Mensch gewordene Gott ist, zeigt er uns unsere Zukunft. Und auf die wachsen wir zu. Allerheiligen ist vor vielen Jahrhunderten eingeführt worden. Eine Feier zu Ehren aller Heiligen. Zwar haben viele Heilige ihren eigenen Gedenktag, doch das Jahr hat nur 365 Tage und die katholische Kirche kennt fast 7000 Heilige und Selige. Und das Gedenken gilt an Allerheiligen, auch den Heiligen, die nur Gott kennt. Und weil Allerheiligen und aller Seelen aus praktischen Gründen fast wie ein Feiertag behandelt werden, gingen die Gläubigen nach der Messe gemeinsam zum nahegelegenen Friedhof, wo sie noch einmal zusammen beteten. Danach zog Pfarrer Demel von Grab zu Grab und spendete jedem Einzelnen den Segen. Das Grab der Eltern ist hier und es ist ein jährliches Ritual, wo mir für mich Pflicht ist, wo ich da sein muss und da sein werde immer. Im Gedenken an den Vater kommt man einfach dann doch aufs Grab. Auch wenn man vielleicht sich nicht diesen Zwängen untersetzen möchte und in die Messe gehen, aber aufs Grab ist ganz wichtig, dass man geht. Diesen Herbst ist mein Vater verstorben und dann habe ich natürlich ein besonderes Gefühl, wenn ich hierher komme. Aber ich komme auch sonst. Ich fühle mich da ein Stück näher, obwohl ich natürlich weiß, dass nur die Hülle da ist. Aber ein Stück weit tut es gut und es tut auch meiner Seele gut, nicht nur der seinen. Allerheiligen wird auch als das Fest des offenen Himmels bezeichnet.
Seit dem Jahr 835 hat es mit dem 1. November ein festes Datum. Es ist ein stiller Tag. Ein Tag zum Innehalten und Gedenken. Am vergangenen Sonntag ist im Vatikan die dritte Etappe der Weltsynode zu Ende gegangen. Als einer von 5 deutschen Bischöfen hat auch Bischof Bertram Mayer daran teilgenommen. In einem 40-seitigen Abschlussdokument wurden die Erkenntnisse der 4-wöchigen Beratungen zusammengefasst. Eine Art Zwischenbericht und Grundlage für die weiteren Gespräche in den Pfarreien und Diözesen weltweit, bevor dann im Oktober 2024 die Synode abgeschlossen wird. Meine Kollegin Birgit Geis hat mit dem Augsburger Bischof gesprochen. Herr Bischof, dass es bei dieser dritten und vorletzten Etappe der Weltsynode keine konkreten Beschlüsse geben würde, das war von Anfang an klar und auch gewollt. Da sollte man jetzt also nicht enttäuscht sein. Gab es dennoch Fortschritte? Es gab in jedem Falle Fortschritte. Und zwar, wir haben uns noch besser kennengelernt. Es konnten die Anliegen artikuliert werden. Es waren keine Tabuthemen da, es kam alles auf den Tisch. Aber es kam so auf den Tisch, dass man mit Ehrfurcht und Respekt den anderen die andere angehört hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Niemand wollte den anderen über den Tisch ziehen. Es war auch so, dass durch diese sogenannten Konversationen, Gespräche im Heiligen Geist, immer wieder die Redebeiträge unterbrochen wurden durch Stille, durch Gebetszeiten, nicht durch Spontanreaktionen und sofortige Antworten, sondern wir haben uns in den anderen hineingefühlt, hineingedacht, um zu schauen, was ist da, auch bei konträren Meinungen, doch vom Heiligen Geist. Und das hat sehr, sehr gut getan. Es war eine Gesprächskultur, die ich mir auch im Bistum wünsche. Von außen werden ja enorme Erwartungen an Sie und die anderen Teilnehmer herangetragen. Man hat auch gesehen, es gab kontroverse Positionen. Sie haben aufgefordert zu einem Weg der radikalen Mitte. Wie müssen wir uns den vorstellen? Die radikale Mitte ist kein System von Satzwahrheiten, sondern ist eine konkrete Person, Jesus Christus und sein Evangelium. Dorthin muss unser Weg sich wenden. In fast jedem Kapitel war von der missionarischen Kirche die Rede. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein, nicht an der Kirche rumzubasteln, nicht Strukturen zu verändern. Das darf auch sein, muss vielleicht auch sein. Aber der Hauptzielpunkt muss Christus die Mitte sein. Auf ihn gilt es, die Kompassnadel auszustellen, um dann letztendlich zu versuchen, wie können wir wieder missionarischer werden, glaubwürdiger werden. Um das geht's. Ansonsten würden wir nur administrativ ein System in die Zukunft retten. Und das ist zu wenig. Worin bestehen denn jetzt, wenn ich so sagen darf, die Hausaufgaben, die wir jetzt alle machen müssen bis zum Oktober 2020? Also zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dieses Dokument lesen. Das sind immerhin 40 kleingedruckte Seiten. Der deutsche Text ist mittlerweile noch gar nicht öffentlich da in einer offiziellen Übersetzung. Aber dann bitte den Text studieren. Und wir werden merken, es ist weniger ein Beschluss, es ist ein Zwischenbericht. In der Ökumene würden wir sagen, es ist ein Invia-Dokument, ein Text auf dem Weg. Und da sind viele Themen angerissen, manches aber auch nicht. Es fehlt manches heiße Eisen. Zum Beispiel ist nicht die Rede von der Priesterweihe für Frauen. Wir haben geredet über ein Diakonat der Frau, wie auch immer geartet. Es ist das ganze Thema der Anthropologie, vor allem der Sexualmoral, angeschnitten, aber nicht vertieft. Es sind Fragen der Strukturen der Kirche, der Ämterfrage. Auch etwa das Thema Verkündigung bei der Heiligen Messe durch Laien. Aber eines ist wichtig, der Papst ist und bleibt frei. Er wird dann, wenn es zum Schwur kommt, in gut einem Jahr sein Schreiben erlassen. Wir haben keine Beschlüsse gefasst, auch nicht Voten abgegeben. Es ist ein Zwischenbericht und der wird dann in der Schlussphase sicherlich auch mal in Voten gegossen werden. Aber was der Papst daraus macht, liegt an ihm. Auch das ist ein Grundgesetz der Synodalität, dass wir nicht parlamentarisch, demokratisch darüber bestimmen, wie es in der Kirche auf und zugeht, sondern wir sind eine geistliche Versammlung, die durchaus mit Mehrheiten arbeitet, damit ein bisschen herauskommt, wo so auch die Tendenz hingeht.
Aber ob das der Papst ist auf Weltebene, ob es der Bischof ist im Bistum oder der Pfarrer auf der Gemeindeebene, letztlich liegt es an Ihnen, was aus synodalen Voten einmal gemacht wird. Was mir vorschwebt für die Diözese ist, dass wir keine neuen Gremien ins Leben rufen. Wir haben sehr, sehr viele. Und auch als Bischof bin ich gefragt, bei vielen teilzunehmen. Nicht nur da zu sitzen, sondern zu hören und dann auch zu sprechen, wenn es sein muss. Ich möchte vielmehr die Gremien, die wir haben, einladen, synodaler zu arbeiten. Also auch zu Hörschulen zu werden, zum wohlwollenden Anhören, zum offenen Gespräch, aber dann auch Zeit dafür zu investieren. Denn synodale Kirche ist anstrengend. Synodale Kirche ist anspruchsvoll. Synodale Kirche ist auch eine Zeitfrage. Wir werden mit den Phasen der Stille, mit den Phasen des Gebetes, mit der Einkehr, mit der Pause, die immer wieder einzuhalten ist, auch mehr Zeit brauchen. Und da ist die italienische Tugend gefragt, die lautet Patienza e Serenità, nämlich Geduld, Heiterkeit und Gelassenheit. Das wünsche ich unserem Bistum. Über seine Eindrücke und Erlebnisse während der Weltsynode in Rom wird Bischof Mayer auch im Haus St. Ulrich berichten. Dort ist er am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr zu Gast. Der Titel der Veranstaltung lautet Für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung. Der Eintritt ist frei. 50 Bildungsbäume für die Stadt Augsburg. Und das soll nur der Anfang sein. Auf einer Grünfläche neben der Afra-Brücke fand jetzt der Auftakt eines Baumpflanzprojekts statt. Dabei kooperieren das Schulwerk der Diözese, das Amt für Grünordnung und der Lehrstuhl für Schulpädagogik der Uni Augsburg. Im Zentrum stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wie alle guten Ideen ist auch diese eigentlich ganz naheliegend. Man nehme ein paar Schaufeln, suche sich helfende Hände und schon kann es losgehen. Auf einer Wiese am Lech wird aufgeforstet. Es geht den Schülern des Maria-Stern-Gymnasiums um nichts weniger als unser aller Zukunft. Ich denke, es ist wichtig, mal andere Sachen auszuprobieren, vor allem, weil ich das noch nie gemacht habe. Und der Klimawandel ist ja ein Thema, was die ganze Zeit so im Mittelpunkt steht. Vor allem jetzt, ich bin ja noch nicht so alt, ich bin ja erst 15 und dann mache ich mir tatsächlich schon ein bisschen Sorgen, was vielleicht in der Zukunft so passiert. Und dann, als die Aktion gab, dachte ich mir, warum nicht? Ich habe noch nie Bäume gepflanzt, dann kann ich doch mal was ausprobieren. Es ist eben auch eine Abwechslung zum typischen Schulalltag und es macht einfach Spaß, draußen in der Natur mit seinen Freunden etwas Gutes zu tun eben. Man hat ein gutes Gefühl dabei und auch danach. Der Anfang ist gemacht. Aber das Projekt Bildungsbäume ist langfristig angelegt. Das Schulwerk des Bistums und die Uni Augsburg wollen auch in Zukunft noch viel mehr Bäume pflanzen. Wir haben vor, dass alle Schülerinnen und Schüler, die neu in eine Schulwerkschule bekommen, einen Baum bepflanzt bekommen. Und zwar dann an Flächen des Bistums Augsburg. Das werden dann im Jahr so um die 2500 Bäume sein. Und ich denke, das ist dann wirklich ein richtig großes Zeichen. Und da jedes Jahr, das ist dann richtig nachhaltig. Nicht nur die Natur profitiert, auch die Schüler lernen eine Menge und können dann vielleicht später mal bei sich zu Hause erfolgreich Bäume pflanzen. Und auch angehende Lehrer wie Valentin Schmidt sammeln ganz nebenbei Erfahrungen für ihren Job. Wir arbeiten hier eng mit der Schule zusammen und es ist einfach schön zu sehen, dass die Schüler und wir Studenten einfach auch was in die Praxis umsetzen und jetzt hier gerade die Bildungsbäume pflanzen und dann im Endeffekt auch irgendwie sehen, wir haben am Ende vom Tag was geschafft und das ist eigentlich meine größte Motivation gewesen. Hartmut Geck leitet das Projekt Bildungsbäume. Die Aktion hat ihn von Anfang an begeistert. Mit solchen Aktionen wollen wir einfach zum einen das Umweltbewusstsein von Studierenden, Lehramtsstudierenden, aber auch von Lernenden stärken. Und zum anderen natürlich grundlegende Haltungen anlegen. Und hier wäre an vorderster Front zu nennen, Verantwortungsbewusstsein für Natur, Umwelt, Artenschutz und Artenvielfalt. Die kleinen Bäumchen werden dann noch angegossen. Das Wasser dazu kommt praktischerweise direkt aus dem Lech. Dafür bilden die Schüler und Studenten kurzerhand eine Menschenkette. Und das sieht doch schon alles ziemlich professionell aus. Eine Win-Win-Situation für Natur und für Schüler. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten.
Zum Festtag des heiligen Ulrich, dem 1100. Jahrestag seiner Bischofsweihe, kommt der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, nach Augsburg. Das hat der Vatikan jetzt bekannt gegeben. Schönborn wird am 28. Dezember als päpstlicher Gesandter das Pontifikalamt im Augsburger Dom mitfeiern. Das Pontifikalamt Ende Dezember und der Festakt im Augsburger Rathaus gelten als Höhepunkte im Ulrichs Jubiläumsjahr. Schon am Tag zuvor werden die Feierlichkeiten mit einer Vigil und einer Lichterprozession begonnen. Im Exerzitienhaus in Leitershofen sind 24 neu ausgebildete Krisenseelsorger aus ganz Bayern für ihren Einsatz an Schulen ausgesandt worden. Nach der zweiwöchigen Weiterbildung bekamen sie in einem feierlichen Gottesdienst ihre Zertifikate überreicht. Ab sofort werden sie nun auch in den Schulen im Bistum Augsburg zum Einsatz kommen, beispielsweise bei etwaigen Todesfällen oder Amokläufen. In Bayern sind inzwischen mehr als 100 kirchliche und staatliche Lehrkräfte zu Krisenseelsorgern im Schulbereich ausgebildet worden. Das Projekt gibt es in den bayerischen Diözesen bereits seit 20 Jahren. Morgen am Montag finden wieder die Augsburger Mediengespräche statt. Unter dem Titel „Übernimmt jetzt die KI? Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Medien und Gesellschaft" werden im Goldenen Saal des Rathauses mehrere Medienexperten und Wissenschaftler über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Mit dabei sind unter anderem Elisabeth André, Lehrstuhlinhaberin für menschzentrierte künstliche Intelligenz der Uni Augsburg, sowie Florian Nuxol, Lehrer, Autor und Podcaster. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Arbeitsstelle Ständiger Diakonat veranstaltet einen Infotag für alle Männer, die sich über den Dienst des Diakonats erkundigen wollen. Am 11. November können sich Interessierte im Augsburger Haus St. Ulrich über die Ausbildung sowie über den Einsatz als Diakon informieren. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch möglich. Im Gegensatz zu Diakonen, die später Priester werden möchten, sind ständige Diakone oft verheiratete Familienväter. Sie spenden unter anderem Tauf- und Ehesakramente oder leiten Begräbnisfeiern. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es weiter mit einem Bericht über den Ostliturgischen Lehrerchor. Außerdem geben wir Ihnen einen Vorgeschmack auf unsere nächste Einblicksendung. Dabei schauen wir dem Künstler Martin Knöferl über die Schulter. Seit 60 Jahren, also seit 1963, gibt es den Ostliturgischen Lehrerchor, der sehr professionell und authentisch orthodoxe Gesänge und byzantinische Andachten erklingen lässt. Inhaltlich geht es dem Chor um praktizierte Ökumene, musikalisch um Lieder in der slawischen Liturgiesprache. Zum 60-jährigen Jubiläum haben die inzwischen älter gewordenen Herren des Lehrerchores das ukrainische Septett Snamenja eingeladen. Zusammen haben sie mehrere Konzerte gegeben, eines davon in der Pfarrkirche in Dietmannsried. Auch nach 60 Jahren wird noch geübt und geprobt. Der Ostliturgische Lehrerchor trifft sich im Pfarrheim in Dietmannsried etwa 1,5 Stunden vor dem Konzert. Dem strengen Blick und guten Gehör von Chorleiter Hans-Jürgen Thiemer entgeht nichts. Nachlässigkeit wird nicht geduldet, auch oder erst recht nach so vielen Jahren nicht. Ich war selber begeistert von den ostliturgischen Gesängen und habe an der Hochschule in Augsburg dann eben Interessierte angesprochen und dann 1963 den Chor gegründet. Es ist ein Laienchor mit Profi-Charakter. Der Chor verbindet über die Musik die Welten von katholischem und orthodoxem Christentum und setzt ein wohlklingendes Zeichen für die Ökumene. Die Beziehungen zu den verschiedenen Sparten der orthodoxen Kirche sind seit dem Ukraine-Krieg natürlich anders geworden. Wir sind ja schon seit über 30 Jahren tätig in der Aktion, dass wir vom Förderkreis der Begegnung mit Christen des Ostens Chöre aus der Ukraine einladen, mit denen wir dann aber zusammen immer konzertieren. Und das waren über 30 Jahre der Chor des der Schwesternchor des orthodoxen Klosters Heilige Nikolaus in Gorodok, 16 Kilometer entfernt von der Stadt Rivne, wo dieses erzbischöfliche Septett herkommt. Und dann kommt das Ensemble des erzbischöflichen Chors aus Rivne in der Ukraine, das Septett Snamenja unter der Leitung von Natalia Ivanik, eine Frau unter ganz vielen Männern.
Es ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Das Wichtigste ist, dass die Person, der Leiter oder die Leiterin, alle Menschen im Chor zusammenführt, zu einer Kunst und zu einer Seele, die zu anderen Menschen spricht. Das Septett hat schon internationale Auszeichnungen erhalten, singt auf höchstem Niveau. Beide Chöre proben zusammen, beide teilen die Begeisterung und Liebe zu dieser Form der Liturgie und der Musik. Hier in diesem schmucklosen Zimmer des Pfarrheims treffen sich zwei Nationen, zwei Konfessionen und zwei Generationen. Sechs Jahrzehnte, die Blüte ist vorbei. Wir sind ja auch alle im betreffenden Alter. Aber Sie hören ja jetzt, dass die Leute immer noch begeistert dabei sind. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem ukrainischen Chor und zwischen dem deutschen Chor. Und dann beginnt das gemeinsame Konzert in der wunderschönen Pfarrkirche St. Blasius und St. Quirinus in Dietmannsried. Ein Erlebnis für die Sinne. Für das ukrainische Septett war es wegen des Krieges in der Heimat schwer, nach Deutschland zu kommen. Noch bei Fahrtbeginn wussten sie nicht, ob sie wirklich ausreisen dürfen. Auch in ihrer Heimatstadt Rivne war es zuletzt immer wieder zu Explosionen und Raketeneinschlägen gekommen. Und trotzdem hoffen und glauben sie, dass der Krieg bald zu Ende sein wird. Jubiläumskonzerte zum 60-jährigen Jubiläum des Ostliturgischen Lehrerchors standen auch diesmal wieder unter einem wohltätigen Stern. Es wurden Spenden gesammelt für ein Waisenhaus in Rivne in der Ukraine. Die Musik als Mittler zwischen den Welten. Nichts könnte geeigneter sein. Zuerst stand nur eine kleine Kapelle auf einer bewaldeten Anhöhe östlich von Scheppach im Landkreis Günzburg. Erst nach und nach wurde sie zu einer stattlichen Wallfahrtskirche, ganz im Stil des schwäbischen Barock. Die Kirche St. Johannes Baptist ist sehenswert, vor allem auch wegen ihrer Ausstattung. Das Deckenfresko stellt die Anbetung der heiligen Dreifaltigkeit durch Engel und Heilige dar. Im Volksmund heißt die Kirche deshalb auch Allerheiligenkirche. 130 Stufen führen hinauf zum Heiligen Berg, wie ihn die Menschen hier in der Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach nennen. Ganz oben steht die Wallfahrtskirche. Obwohl sie eigentlich Johannes dem Täufer geweiht ist, trägt sie im Volksmund den Namen Allerheiligen. Der Grund dafür erschließt sich beim Blick auf das Deckenfresko über dem Altar. Johann Baptist Enderle hat mit seiner Darstellung von Engeln und vielen Heiligen vor rund 250 Jahren ein Meisterwerk geschaffen. Und das wird von der Pfarrgemeinde bis heute und natürlich auch an Allerheiligen gewürdigt. An Allerheiligen ist immer so, dass wir um 10 Uhr den Festgottesdienst für die ganze Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach hier in unserer Wallfahrtskirche feiern, weil einfach natürlich das auch wunderschön zu diesem Fest dazu passt, gerade auch durch unser schönes Deckenfresko. Für mich ist es immer auch so schön, es sind einfach alle Schichten vertreten auf diesem Bild, also es von Königen zu Kaisern, über Bischöfen, aber auch ganz einfache Menschen. Und ich glaube, das macht eigentlich das Fest aller Heiligen ja auch aus. Wir feiern all die Menschen, die zur Heiligkeit gelangt sind und vor allem ganz schön ja auch auf unserem Deckengemälde. Unten ist unsere Wallfahrtskirche dargestellt, wo man jetzt hier Gott näher ist und uns eigentlich den Weg zum Himmel weisen möchte. Und ich denke, durch die Vielzahl der Heiligen, die oben dargestellt sind, können wir, denke ich, sicherlich auch vielleicht uns selber dazu einfügen und sagen, wir möchten auch einmal da dazugehören.
Von Mai bis November wird in der Kirche alle zwei Wochen eine heilige Messe gefeiert. Dass das möglich ist, liegt neben Pfarrer Wespel auch an Kirchenpfleger Georg Kempter und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Maria Kücherer. Sie engagieren sich für ein lebendiges Kirchenleben. Für mich ist es was Besonderes. Ich kann hier auch viel Kraft tanken. Und ich selber meine, diese Kirche, die hat eine besondere Aura. Es geht mir immer ganz gut, wenn ich hier bin. Sie hat eine besondere Ausstrahlung. Ich kann es nicht erklären, wie, aber ich persönlich finde es einfach als kraftströmende Kirche. Im Volksmund wird die Kirche auch die kleine Wies genannt. Und schon die Namen der Baumeister zeigen, dass das durchaus berechtigt ist. Neben den Fresken von Johann Baptist Enderle haben Josef Dossenberger der Jüngere und Simpert Krämer am Bau dieses Gotteshauses mitgewirkt. Die Wallfahrt hierher zum Heiligen Berg ist aber noch viele Jahrhunderte älter als die Kirche selbst. Schon seit dem 14. Jahrhundert kommen Pilger hierher. Diese Anfänge der Wallfahrt liegen aber im Dunkel. Wo die Kirche heute steht, war eine Kapelle, eine Burgkapelle. Und 1324 hat Ludwig der Bayer hat die Burg vernichtet und die Kapelle stand da. Also. Und diese Kapelle war gewidmet den Allerheiligen. Pfarrer Franz Wespel kommt gerne in diese Kirche. Besonders gelungen findet er den Freskenzyklus im Langhaus. Das Lieblingsstück von mir ist hinten zu sehen an der Emporenbrüstung, nämlich das Bild, wo die Kindheitsgeschichte Jesu dargestellt ist. Jesus, der seinem Vater hilft mit einem Holzbohrer, wie er da ein Loch in ein Brett bohrt. Also einfach finde ich so schön und liebevoll gemalt. Ist also mein persönlicher Favorit, obwohl natürlich ganz, ganz viele andere Bilder natürlich auch einfach traumhaft und schön sind. Aber wie gesagt, das finde ich einfach immer wieder einfach ganz bezaubernd, gerade auch nachdem ich vom Altar aus das natürlich hinten auch immer so einen Blick habe bei einem Gottesdienst. Die Wallfahrtskirche Allerheiligen ist ein beeindruckender Ort. Das liegt aber nicht nur an den berühmten Baumeistern, die hier ihr Können gezeigt haben. Es liegt auch an den Menschen, die hierher auf den Heiligen Berg kommen und dort ein imposantes Zeugnis des Glaubens erfahren können. Aus alten, rissigen Hölzern, die eigentlich nur noch als Brennholz taugen, gestaltet Martin Knöferl Kunstwerke aus Holz und Glas. Im ganzen Bistum finden sich seine Hoffnungszeichen, wie er sie nennt. Im Rahmen der ATV-Sendereihe Einblick haben wir Martin Knöferl in seiner Werkstatt und in seiner Galerie besucht und ihm über die Schulter geschaut. Sehen Sie hier einen kurzen Ausschnitt. In meinem Leben und im Leben von vielen anderen Menschen gibt es halt Situationen, wo was gefährdet ist, wo was bricht, wo was verletzt ist. Und irgendwie bin ich dazu gekommen, das zu gestalten. Und dann denke ich mir, wenn die Menschen glauben, dass das Kunst ist, wie in was für einem Sinn kann das Kunst sein? Und jetzt habe ich für mich eine Antwort und die heißt, Kunst ist Verdichtung von Leben. Für unseren neuen Einblick besuchen wir den Künstler Martin Knöferl. Der 62-jährige gebürtige Münchner lebt in Hörzhausen, einem kleinen Ort zwischen Eichach und Schrobenhausen. Die Werkstatt ist im Wohnhaus, sodass Martin Knöferl, wenn ihm früh morgens noch im Bett Ideen kommen, er sie schnell in die Tat umsetzen kann. Holz ist für ihn ein Sinnbild für das Leben. Verästelt, manchmal knorrig oder gar mit einer verletzten Oberfläche und tiefen Rissen. Er macht daraus Hoffnungszeichen. Unseren neuen 15-minütigen Einblick sehen Sie am Donnerstag um 18.30 Uhr bei ATV. Der neue Einblick also, Donnerstag 18.30 Uhr bei ATV und anschließend in den Mediatheken von ATV und Katholisch 1TV. Das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.